Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute in Langenhagen in der Freiwilligen Feuerwehr in Gotzhorn. Das sind wir! Super. Ganz viel Atemschutz. Weil mehr können wir nicht, weil Schläuche rollen, liegt es leider nicht im Blut, aber Atemschutz so mit der Dose auf dem Rücken, das haben wir drauf. Aber wie viele Aktive seid ihr denn hier bei euch? Wir sind an die 76 Leute. 76 Leute. Und wie viel? Ich frage andersrum, wie viele Nicht-AGTs habt ihr denn? Das wäre auch einfach, das kann ich dir beantworten. Fünf. Fünf. Okay. Wichtig ist besonders, dass die Flammschutzhaube unter den Kragen gesteckt wird. So, und wenn wir jetzt in den Brandeinsatz gehen, melden wir uns bei der Atemschutzüberwachung an. Sie schützt aber dafür umso besser. Okay, ja, was haben wir noch? Ist noch was aufgefallen? Handschuhe? Okay, passend. Genau. Passendes Modell. Natürlich für einen Innenangriff geeignet. Dann mache ich mir bei euch gar keine Sorgen. Oh. Okay. Ja. Da können wir dir sehr auch gleich gerne nochmal was zu sagen, wenn wir vielleicht mit dem Ausrüsten komplett fertig sind. Gut, sag doch jetzt kurz was dazu. Okay, alles klar. Bei den Handschuhen ist es extrem wichtig, weil hier, das ist auch ein Schwachpunkt, ne? Hier hört ja die Jacke auf, hier fängt der Handschuh an. Das bedeutet, hier einmal absichern komplett. Dann nimmst du hier die Uniform. Den du hast. Danke, dass du das gesagt hast, weil das machen viele, vergessen das oftmals. Ne? Dafür ist das nämlich da in der Jacke, ne? Dass man mit diesen Hand da reinschlüpft. Vielleicht noch ein Tipp zu diesen Handschlaufen. Und zwar, wenn ich dabei bin, mich auszurüsten. Man hat das bei Michi gerade schon gesehen. Er hat das erst, nachdem er seine Maske und seinen Helm auf hatte, aufgesetzt. Weil ich habe nämlich das Problem, wenn ich meinen Drucktest mache und ich habe das hier durchgezogen, ja, dann dichtet das nicht vernünftig ab. Das heißt, wenn ich so gegendrücke, ja, kannst du durch den Stoff gehen. Wenn ich das bitte rein Hand mache, nicht. Ja, also ne, der Tipp, ich hoffe, man hat das jetzt gut verstanden, weil du die Maske schon auf hast. Ist natürlich wie ein bisschen Darth Vader-mäßig. Wenn man das natürlich auf hat, ist es schwer, den Maskentest zu machen, die Dichtigkeit, weil hier einfach der ein bisschen Nebenluft zieht durch diesen Stoff. Ne? Klar. Nee, aber guter Hinweis. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Und die Handschuhe? Auf jeden Fall einmal rüberziehen, sodass man das komplett drin steckt. Rüberziehen, ne? Genau. Und dann von vorne nach hinten einmal nachziehen. Hier zuerst wieder nachziehen und zumachen. Perfekt. So kann ja nichts passieren. Viele kaufen auch Handschuhe zu groß. Ne? Man kann auch mal wirklich mal probieren und messen. Es gibt auch so Schablonen, wo man sagen kann, ich habe die und die Größe. Da würde ich auch noch mal den Tipp kurz loswerden wollen. Aber okay. Und so muss das aussehen. Okay. Natürlich jetzt beim Ausrüsten ein bisschen. Aber du hast jetzt hier auch mit, das mit Leder. Es gibt auch noch eine andere Variante noch von dem Angriff. Ne? Die kann ich noch mal ganz kurz mal dazu holen. Ja. Ne, es gibt noch hier so. Bei Leder ist der Nachteil. Dass wenn die nass und trocken werden, das ist ja immer so ein bisschen sehr organisch, ne? Ja. Und das wird dann irgendwann mal anders. Es gibt ja auch so, ohne jetzt Werbung zu machen. Ne? Genau, die Handfläche ist dann hier mit so. Genau. Ne? Das gibt es auch als Innengriffhandschuh, ne? Also im Vergleich nur Leder und nicht Leder, ne? Aber muss jeder selber wissen, dass er da. Ne? So, also Handschuhe jetzt das Gerät anlegen. Wie machen wir das jetzt? Vorab natürlich immer kurze Geräteprüfung. Ja. Die wir mal durchführen müssen, obwohl unsere Gerätewarte wirklich sehr, sehr gewissenhaft arbeiten. Aber trotzdem, am Ende hängt mein persönliches Leben von dem Gerät ab. Deswegen möchte ich auch selbst wissen, ob alles richtig eingestellt ist. Und ich habe auch Lust. Das hat er sehr schön gesagt. Also natürlich werden die Geräte geprüft regelmäßig, bei euch wahrscheinlich noch öfter als bei anderen Feuerwehren. Wir machen ja Minimum, aber ihr habt ja mehr Einsätze, deshalb müsst ihr auch jedes Mal prüfen. Ne? Das heißt, ihr prüft selber. Wie macht ihr das? Mal schnell durchlaufen? Sichtprüfung als erstes natürlich. Sichtprüfung, okay. Ist unsere Rückenplatte, also im Fahrzeug selbst, natürlich ist die Rückenplatte intakt, sind meine Gurte komplett zurückgestellt, sodass ich keine Probleme habe, das Gerät aufzuschultern. Ganz kurz, ich mache kurz mal das Echo, weil ich weiß nicht, wie gut man ihn jetzt unter der Maske versteht. Ja. Also er guckt eigentlich, ob der ganze Tragegurt, ob hier die ganzen Verstellungen auf weit sind, sag ich mal, dass er gut reinschlüpfen kann, nicht, dass es zu eng gestellt ist, ne? Der Tragegurt und dass das hier alles ganz hinten eingestellt ist, ne? Genau. Okay. Und ob die Druckleitung auch nicht irgendwie verklemmt ist, beziehungsweise. Druckleitung verklemmt, beschädigt oder sowas, guckt er, ne? Okay. Genau. Kurze Sichtprüfung. Wir haben immer unsere Staubschutzkappen auf den, Lungenautomaten, ja, damit wir keinen Staub haben. Und der wird auch erstmal als letztes dann erst abgemacht. Ah, okay, macht er als letztes. Ansonsten normale Druckprüfung. Okay. Und dann können wir mit dem Schultern beginnen. Okay, Druckprüfung, das ist ja ganz alles rein technisch. Lungenautomaten testen, auch die Warneinrichtung und so weiter. Das kennt ihr alle vom Lehrgang. Ich würde sagen, leg mal einfach los, okay? Alles klar.
Der Totmannbahne. Ja. Dort würde ich jetzt als nächstes mein Handy einsetzen. Okay. Ja. Und zwar macht das meistens der Kamerad, der mir gegenüber sitzt. Den würde ich jetzt hier mit rausziehen. Nee, klemm den mal an. Okay, ich nehme jetzt. Ich bin das Wassertrupp, ja. Würde ihm gegenüber sitzen und dann ziehe ich raus. Genau, kannst rausziehen. So, das bedeutet, wenn ich mich nicht mehr bewege durch einen Unfall und ich bewusstlos bin, geht das Gerät nach einer bestimmten Zeit an und gibt Warntöne von sich, als ob es blinkt. Aha, okay, also ist wirklich, der ist ja fast tot, Mann, Warner. Ne? Mhm. Der liegt da, der macht, also ist eine Warnrichtung, damit die anderen wissen, also piept das richtig laut wahrscheinlich, ne? Ja, das hören wir gleich, wenn ich mich nicht bewege. Ach so. Ich kenne einige, bei denen müssen wir es eigentlich öfter auslösen. Weil die bewegen sich eigentlich seltenst. Ja. Das heißt, du hast das auch? Ich würde es bei dir jetzt auch machen? Genau, also ich würde es jetzt für die Übung drin lassen, aber ich würde es auch gerne rauschen. Ist das gleich laut? Ja. Das ist laut. Also ich bewege mich relativ wenig. Du hast auch genau den richtigen. Sehr gut. Dich meinte ich nämlich vorhin. Nein, okay. Genau. Das würde jetzt in der Artenschutzüberwachungstafel, wollte ich schon sagen, das heißt bei euch anders. Wie war das nochmal? Artenschutzüberwachung. Über Artenschutzüberwachung. Ja, genau, aber wo wird das immer reingesteckt? Wie heißt das Gerät? Gerät. Das Gerät zur Artenschutzüberwachung. Der Gerät. Das wird in der Gerät reingesteckt. Also jetzt kommt die Kappe runter. Okay. Unsere Lungenautomaten auch zu fixieren. Aha, das ist die Halterung für den Lungenautomaten. Okay. Das genau. Falls das vonnöten ist. Kann die auch noch nicht? Gibt es bei uns auch nicht. So. Okay, das bammelt nicht rum. Sehr sinnvoll. Ja, beweg dich. Also sehr wichtig, weil man schließt sich auch erst an, wenn man an der Rauchgrenze ist, sag ich mal. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass du 4-5 Stockwerke hoch musst. Und wenn du dann da schon dran hättest, wären die ersten 50 Bar schon weg wahrscheinlich. Genau. So nach dem Motto. Jetzt übertrieben. Aber wie gesagt, deshalb schließt man sich erst relativ spät an. Okay. Vielleicht an der Stelle auch nochmal einen kleinen Tipp zu der Bebänderung. Die Bebänderung hier am Deckengurt ist meistens ziemlich fest. Hier oben ist sie auch fest, ja. Aber wir lassen immer ein bisschen Luft zwischen. Genau, wie man hier sieht. Ah, okay. Also hier oben hast du Luft, damit da... Genau, ein kleines bisschen. Ja, also hier ganz fest unten rum. Genau. Okay. Und hier ist Platz, dann machen wir... Okay. Genau. Das hat aber den Hintergrund auch... Die Kleidung muss ja atmen. Wir müssen auch irgendwie atmen, ne? Dafür ist ja die Kleidung da, ne? Dass die Wärme rausgeht, aber auch nichts rein kann. Okay. So, sollten wir jetzt in einem Brandeinsatz sein, das sind extrem hohe Temperaturen, kann es sein, dass du dich genau an diesen Stellen verbrühst. Ne? Weil dort kann die Kleidung ja nicht mehr atmen. Ah, okay. Mhm. Also weil ich jetzt nicht genau weiß, ob man das jetzt verstanden hat, wiederhole ich das jetzt nochmal. Ein Luftpolster dazwischen. Also um das Luftpolster der Jacke, die Isolierung eigentlich arbeiten lassen zu können, wird das hier nicht so stramm gemacht, damit die Jacke nicht anliegt und zusammengepresst wird und die ganze Schutzfunktion eigentlich dahin ist, um euch also sozusagen selber den Hitzeschutz dauerhaft gewährleisten zu können. Okay. Ja. Soll ich das schon mal wiedergeben? Den nehme ich. Das wir mal rein. Achso, das ist magnetisch. Ich stecke ihn mal wieder rein. Dann müssen wir das Kind auch mal wieder zurücksetzen. Achso. Nee, das war der falsche. Ach, das war Mist? Ja, jetzt ist der Kleine. Den müssen wir mal drücken, bitte. Achso. Lange drücken. Lange drücken. Okay. Das ist bis einmal Düdük macht. Das ist nämlich ein bisschen nochmal. Das ist egal. Warte noch. Das stimmt besser. So. Okay. Was sonst noch wichtig ist, wir würden natürlich noch einen finalen Check bei unserem Gegenmann oder Kameraden machen. Was Michi hier schön hat, die Bebänderung, wenn die so rumbamselt, bei uns, wir sind relativ füllig, wir haben Glück, da ist die Bebänderung nicht so lang. Aber ansonsten kann die auch rumhängen. Das heißt, wir achten natürlich auch immer, dass die irgendwo ein bisschen verstaut ist. Also gegenseitig wird sich hier umeinander gekümmert, die Sachen werden verstaut, dass dann möglichst wenig rumhängt, was irgendwie im Einsatz dann irgendwie zu Stress führen kann, wenn man hängen bleibt oder... Okay. Super. Richtig. Also da merkt man das truppweise, gerade AGTs sind ja besonders dicke Freunde meistens, ja, ne? Also die kümmern sich gegenseitig richtig sorgsam. Okay. Okay, und dann werdet ihr jetzt fertig. Genau, wir würden jetzt zur Rauchgrenze vorgehen, haben natürlich einer von uns mindestens ein Funkgerät dabei. Ja. Und würden uns heute entweder einen Hydranten sammeln oder dort, wo uns der Einsatzleiter oder Gruppenführer gerne hätte. Okay.